EPP, expandiertes Polypropylen. Einzigartige Eigenschaften vereint mit vielfältigen Anwendungs- und Designmöglichkeiten. Expandiertes Polypropylen ist ein nachhaltiges Alleskönnermaterial und überzeugt durch ausgezeichnete Merkmale. Aber was ist EPP genau? EPP besteht aus geschäumten Polypropylenperlen. Ca. 90% des Volumens entfallen dabei auf die eingeschlossene Luft in den Perlen. Es kann den Dichtebereich von 20 bis 250 Kilogramm pro Kubikmeter abdecken und ist damit etwa 75 bis 95% leichter als kompakter Kunststoff. Gleichzeitig ist es äußerst form- und gestaltbar sowie widerstandsfähig. Anwendungsbereiche. Als Verpackungsmaterial überzeugt EPP durch geringes Eigengewicht, Stoßunempfindlichkeit und zuverlässigen Schutz der transportierten Güter. Aufgrund der hohen Beständigkeit und Formstabilität können EPP-Verpackungen hygienisch gereinigt und so immer wieder verwendet werden. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- oder Medizinbranche. Durch seine Wärmeformstabilität und herausragenden Isolationseigenschaften ist EPP das ideale Material für Isoliergehäuse und Lüftungstechnik. EPP ist wandelbar und in unzähligen Farbvarianten und Oberflächenstrukturen produzierbar. Der perfekte Werkstoff für innovative Designideen. Schadstofffrei, geruchlos und in verschiedenen Härtegraden herstellbar, jedoch gleichzeitig hochbelastbar. EPP macht auch in Sport- und Freizeitanwendungen eine gute Figur. EPP wird heute an verschiedenen Stellen im PKW eingesetzt, zum Beispiel in Stoßfängern. Für die Elektromobilität stellt vor allem die thermische Isolationswirkung des Werkstoffs einen großen Vorteil dar. Verarbeitung. EPP wird in Form von Schaumperlen von den Rohstoffherstellern geliefert. Die EPP-Perlen werden mittels Luftdruck in eine geschlossene Form gefüllt. Auch komplexe Geometrien können von den kleinen Kügelchen ausgefüllt werden. Durch das anschließende Bedampfen verbinden sich diese zu fertigen Formteilen. Anschließend wird das Formteil abgekühlt. So wird die nötige Stabilisierung der Schaumstruktur zur Entformung erreicht. Danach kann das fertige Bauteil aus der Form entnommen werden und das ohne Produktionsabfall, zum Beispiel durch Angüsse oder Verschnitt, zu erzeugen. Seit kurzem sind auch neue dampffreie Fertigungsverfahren verfügbar. Expandiertes Polypropylen überzeugt also durch sein ultraleichtes Gewicht, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Es ist robust, recyclingfähig, vielfältig kreativ gestaltbar und schadstofffrei. Zudem besitzt es eine lange Haltbarkeit, kann konturtreu verarbeitet werden und hat nur einen geringen Energiebedarf bei der Fertigung. Sein herausragendes Eigenschaftsprofil weist EPP als zukunftsorientiertes Multitalent aus. EPP, ein innovativer und nachhaltiger Werkstoff. Erfahre mehr über EPP unter epp-forum.com.